Hallo und herzlich willkommen zu den REMF-Charger-Produkten für Mai und Juni. Wir haben den Universal-REMF-Charger, einen starken REMF-Charger für große 12-Volt-Autobatterien, einen richtig, richtig großen, starken REMF-Charger für Gabelstaplerzellen zum Regenerieren, einen kleinen Universal-REMF-Charger für 1 Volt bis 20 Volt. Und dann noch so ein Gerät hier. Damit könnt ihr dann, wie ihr es gewohnt seid, eure Akkus einfach laden, dran lassen, irgendwann rausnehmen und dann sind sie richtig voll. Richtig, richtig voll. Zuallererst mal der Universal REMF Charger. Sehr kompakt. Viele Luftlöcher hat er. Und die braucht er auch. Weil da drin ist nur ein kleiner Lüfter, der lediglich den Kühler vom REMF-Charger kühlt und der Trafo ist sich selbst überlassen. Der Trafo besitzt einen Temperaturschalter und wenn der zu heiß wird, schaltet der Schalter. Der Trafo kühlt ab und dann schaltet der Schalter zu einer bestimmten Zeit wieder ein. Für den Dauerbetrieb ist das Teil für 1,6 Ampere ausgelegt und von der Spannung her können wir von 1,5 Volt bis 20 Volt 2 Ampere Trafo eingebaut und dann ein Step-Down-Modul und danach die REMF-Charger-Schaltung und dementsprechend könnt ihr euch ausmalen, dass ihr bei 20 Volt ungefähr noch 2 Ampere habt ungefähr und je höher dann die Spannung wird, desto weniger werden die Ampere. Und in den unteren Bereichen könnt ihr bis maximal 8 Ampere aufdrehen, aber das eben nur ziemlich kurz. Wir haben jetzt mal eine 12 Volt 55 Ampere Stunden Batterie dran, die ich mit dem schon ordentlich regeneriert habe. Und ich habe momentan die Ampere, die könnt ihr hier über das Potti einstellen mit einem kleinen Schraubenzieher. Ich habe den auf 1,6, 1,7 Ampere begrenzt. Ja, die gehen jetzt praktisch rein. Okay, in der Spannung. Ich kann hier noch ein bisschen höher drehen. Kann natürlich nicht mehr Spannung liefern, weil die Batterie nicht mehr Spannung aufnimmt. Aber die Ampere werden zumindest schon mal nicht mehr. Und dann fahren wir halt kurz nach diesem Kipppunkt. Lassen wir die Einstellung dann stehen und dann lädt der unseren Akku und regeneriert ihn. Im Output ist eine 7,5 Ampere Sicherung, falls ihr mal den Akku verkehrt rum anschließt. Und im Input ist die Temperatursicherung drin. Als nächstes gibt es dieses Teil hier. Da ist ein 4 Ampere Trafo eingebaut, also ein 150 Watt Trafo, der für 12 Volt gedacht war. Durch ein paar Zusatzwindungen sind wir noch ein paar Volt höher gekommen auf 14,3 Volt Wechselspannungs. Wohlgemerkt und daran eine REMF-Charger-Schaltung, die bis 10 Ampere aushält. Die Kühlung hierfür ist ziemlich ausreichend. Hier hinten ist so ein Drucklüfter dran, will ich nur mal beschreiben. Und damit könnt ihr dann wirklich im Dauerbetrieb eure Akkus richtig voll laden. Hier oben dran ist noch eine Einstellung von Vorwiderstand von 18 Ohm bis 330 Ohm geht's. Wenn ihr den auf 330 Ohm gedreht habt, hierum geht es jetzt auf 330, so rum geht es auf 330, genau. Dann haut ihr ungefähr bei 14 Volt noch 3,5 Ampere in den Akku rein. Und wenn ihr hier dann auf volle Kanne stellt, auf 18 Volt, nee, halt so rum ist 18. So rum ist 18 Ohm und so rum ist 330 Ohm. Dann haut er 4,5 Ampere bei 14 Volt ungefähr noch rein und da müsst ihr dann halt schon aufpassen. In der Normaleinstellung würde ich ihn aber immer auf 330 Ohm lassen. Da hört er auch schon, da ändern sich die Weg-EMF-Pulse. Ist auch so ein bisschen zum Experimentieren, da könnt ihr dann mal ein Osti dran halten. Für ausreichend Belüftung ist gesorgt. Hier hinten ist ein Drucklüfter dran, der genug frische Luft in die Schaltung hineinbläst. Und hier oben kommt es dann wieder raus. Das Einzige, was er halt nicht mag, ist irgendwie Regen von oben. Aber
Wer da ein bisschen pfiffig ist, der kann dem ja hier noch irgendwie einen Regenschirm aufsetzen. Ich war schon fast drauf und dran, dem hier oben noch eine kleine Repulsine als Lüfter reinzubauen. Aber ich habe mich dann doch zurückgehalten. Ich habe in das Teil eh schon mehr als genug Zeit reingesteckt. Im Gegensatz für den Preis, für den ich es raushau. Aber das kann ich euch ja nicht zumuten, die Arbeitsstunden dann mir so bezahlen zu lassen, wie ich das dann hier wollte. Aber das ist eher so ein Kunstprojekt. Ja, da hat man am Anfang so ein Bild im Kopf, wie es auszusehen hat. Und dann legt man alles dran, dass es dann dem ziemlich nahe kommt. Und das habe ich soweit erreicht für mich. Also ich freue mich, dass es jetzt in der Materie ist und bringe es jetzt in den Fluss für einen annehmbaren Preis, denke ich. Hier vorne ist die Sicherung für den Haupttrafo drin, 800 mAh. Und im Output haben wir dann auch noch eine 7,5 Ampere Sicherung, falls ihr den Akku mal verkehrt rum anschließen solltet. Ja, das wäre dieser. Achso, der hat noch eine, ja, ist eigentlich selbstverständlich, eine Entstörung habe ich noch eingebaut zusätzlich, dass der Trafo nicht zu sehr zurückpulst ins Netz. Wer sich einen Hausspeicher bauen möchte, aus Bleibatterien von Gabelstapler-Akkus, für den wäre dieses Ladegerät hier was. Der kann maximal 18 Ampere und bringt im Leerlauf um die 4 Volt raus. Und wenn der RMF-Charger dann an ist, schafft er das, die Akkus dann richtig gut zu regenerieren. Der letzte, der es erfolgreich mit dem RMF-Charger gemacht hat, war der Action for Free. Der hat seinen Hausspeicher somit auch mit Hilfe von dem RMF-Charger und einigen anderen Kniffen wieder auf 100% Kapazität gebracht mit 10 Jahre alten Batterien, die er vom Schrott hat, also als defekt gekauft hat sozusagen. Es ist möglich und der RMF-Charger ist ziemlich dienlich dabei. Ich selber werde mir noch eine Version davon bauen können, aber in Serie werde ich die nicht herstellen können, weil da ist ein 300.000 Mikrofarad 7,5 Volt Kondensator eingebaut. Und der bewirkt es auch, dass der RMF-Charger nicht immer gleich beim ersten Mal anschalten eingeht. Ich hatte mir vorhin schon mal angeschalten. Ich werde das Video hier reinschalten, wenn es jetzt auf Anhieb klappen sollte. Ach, der war noch an gewesen. Na gut. Ja, jetzt klappt es gleich beim ersten Mal. Wenn so ein Gabelstapler-Akku auf 0 Volt runter ist, dann im Startmodus anfangen. Ne, praktisch jetzt dann einfach hier ein Plus und ein Minus die Klemmen ran. Und wenn der Akku dann ungefähr 1,8 Volt erreicht hat, dann könnt ihr auf Maximal umschalten. Die 1,8 Volt ist das einzige Nachteil hierbei. Das Display geht leider erst ab 2,2 Volt los oder 2,0 Volt. Das Display zeigt leider keine Spannung unter 2 Volt an. Aber ich denke, damit kann man auch ganz gut zurechtkommen, dass wenn dann hier 2 Volt oder 2,1 Volt, 2,2 Volt angezeigt wird, dass man dann weiß, dass sein Akku voll ist. Ja, von daher hat schon sehr, sehr gute Dienste geleistet und jetzt darf der Nächste ihn ausprobieren und seine Gabelstapler-Akkus wieder fit machen, wenn er möchte. Ja, die letzte erfolgreiche Regeneration von Gabelstaplerzellen auf ihre 100% Kapazität könnt ihr auf dem Kanal vom Action for Free beobachten. Das verlinke ich jetzt mal hier unten drunter. Viel Spaß beim Angucken. So, als nächstes haben wir dann einen Universal-RMF-Charger. Das ist so ein schönes USB-Netzteil mit einem RMF-Charger versehen. In Epoxidharz vergossen. Alles so, dass man draufgreifen kann und dass nichts passiert. 3 Watt schafft es maximal und geht bis 24 Volt. Damit könnt ihr dann praktisch von einer Zelle bis, müsst ihr mal hochrechnen, wie weit kommt man da bis 24 Volt. Bis so und so viele Zellen könnt ihr dann praktisch hier in Reihe nehmen. Wenn man 2 Zellen dran hat, kann man schon bis 400 bis 500 mA gehen. Und das reicht ja eigentlich vollkommen aus für solche Nickel-Metall-Hydrid- oder Nickel-Cadmium-Akkus. Ich bin auch voll begeistert, jetzt in dem Modus, da hört man sogar das typische RMF-Fietschen. Ich habe meistens immer nur 2 Akkus damit in Reihe geladen. Meine Kennlinie, die ihr dann auch seht, von diesen Turazell-Akkus, wie sie mit RMF-Charger geladen wurden, da habe ich praktisch immer nur 2 Zellen in Reihe genommen und da ist die Frequenz dann so hoch, dass man das Fietschen nicht mehr hört. Da habe ich sie dann auch so mit 200 bis 300 mA geladen. Die Bedienung von dem RMF-Charger ist ziemlich simpel.
Meistens geht es schon von selber los. Wenn nicht, muss man die untere Taste hier drücken. Wer Fingernägel hat, ist da klar im Vorteil. So, dann ist es an. Und jetzt schwingt es noch lichtlos. Ich habe zwei AA-Akkus in Reihe, 2500 mAh. Und dann geht man wie folgt vor. Da drückt man den untersten so lange, bis es blinkt. Und dann kann man mit dem anderen, wenn man zeitig genug drauf drückt, ihr dürft da nicht so lange warten, langsam hochregeln. Und irgendwann, jetzt geht er los. Jetzt startet er. Und jetzt, wenn er losstartet, kann man auch wieder zwei Zacken zurücksetzen. Also man muss jetzt die Akkus nicht unbedingt mit 220 mA laden. So eine Entladekennlinie, ne, wäre natürlich auch mal interessant, aber ich vertraue da meinem Entlademessgerät und der Rekord bei den Akkus, die eigentlich 2500 mAh haben, war bis jetzt 3400 mAh, wenn ich sie mit RMF geladen habe, mit dem RMF hier. Es ist geschafft. Wer hätte das gedacht? 3417 mAh drin. 12 Stunden lang geladen. Und am Anfang hat er maximal 300 mA gezogen, am Ende dann noch 200 mA. Wollen wir mal eine kleine Rechnung anstellen? Aber ein anderer Zuschauer hat mir mal nahegelegt, auch mal die Ladekennlinie zu untersuchen. Weil normalerweise ist es ja bei den Akkus so, dass man 140% Energie reinstecken muss, damit 100% Energie hier drin sind. Ne? Oder ist jedenfalls ein Haufen Verlust beim Laden von der Energie, die da vom Ladegerät kommt und eigentlich in den Akku rein soll. Deshalb steht dann hier dann immer Folgendes drauf. Und hier steht es ja auch drauf, ne? Standardladung 250 mA für 16 Stunden. Das ist so der Standard, ne? Dass man ungefähr 6 Stunden länger laden muss als eigentlich nötig. Also 60%. Von der Energie, die wir vom Ladegerät losschicken, gehen in den Akku rein. Mit normaler Ladung. Ja, und mit dem RMF-Charger sieht es jetzt ganz gut nach 100% aus. So, und hier ist jetzt, mehr schlecht als recht, die Ladekennlinie. Wir haben ungefähr mit 330 mA angefangen, wo er geladen hat. Hier unten, das sind die Stunden. Und nach 12 Stunden hat er dann noch ungefähr 190 mA aufgenommen. Ganz linear ist diese Ladekennlinie natürlich nicht. Ne, der tut ja auch eine Zeit lang mehr reinhauen und dann sackt die Kurve ab. Ich hatte hier nur drei Messwerte gehabt. Ich habe ganz am Anfang gemessen, 3 Stunden vorm Ende und dann ganz zum Schluss nochmal. Das sind jetzt also hier Schätzwerte, aber so viel daneben liegen können wir eigentlich nicht. Würden wir eine komplett lineare Ladekennlinie annehmen, wären wir hier im Mittel bei 280 mA, was er über 12 Stunden reingehauen hat. Das sind summa summarum. Und wenn wir reell rangehen, würde ich sagen, sind wir so ungefähr so mit 300 mA im Mittel in den Akku reingegangen. Ja, und nach 12 Stunden mit 300 mA dürften wir, wenn wir 100% hätten, 3600 mAh in dem Akku drin haben. Oder irre ich mich? Habe ich mich da verrechnet? Ja, und 3400 ein paar zerquetschte Milliampere hat er ja angezeigt. Das ist einfach nur BAM! Also haut viel, viel mehr Energie in den Akku, als eigentlich draufsteht. Und ist auch noch viel effektiver als die ganzen Ladeverfahren, die es bisher gibt. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Und der Zeit wahrscheinlich immer noch um einige Jahre voraus. So, und last but not least gibt es dann so einen Kollegen hier. Die möchte ich in demnächst mal ein bisschen mehr davon bauen. Wenn ihr da so einen 2500 mAh Akku habt, könnt ihr ihn getrost 24 Stunden dran lassen, ohne dass was passiert. Sie werden dann ein ganz, ganz kleines bisschen lauwarm. Ja, das merkt man dann, aber es ist bei weitem nicht über 40 Grad oder so. Und die Milliampere, die er dann am Ende noch reinhaut, das sind ungefähr so 20 Milliampere. Das kann man dann ruhig unter Erhaltungsladung verbuchen, würde ich jetzt mal so behaupten, stotternd. Aber bei mir hat es bisher auch immer super funktioniert. Auch wenn ich die mal 2 oder 3 Tage drin vergessen habe, war überhaupt kein Problem.
Die Kapazität hat es gehalten und schlechter geworden sind sie auch nicht. Im Gegenteil, mit jeder Entladung und mit jedem Laden ist die Kapazität gestiegen. Ja, und hier bei dem ist es so, dass immer zwei Schächte belegt sein müssen mit möglichst denselben Arten von Akkus. Ja, also die zwei hängen zusammen, die zwei werden in Reihe geladen und die zwei werden in Reihe geladen hier drüben. Aber ich denke, damit kommt man auch ganz gut zurecht. Ich gehe mal in den direkten USB rein, was 1 Ampere bringt. Dafür ist es ja dann auch gedacht. Ja, weil so soll das dann aussehen. Ja, so schaut es dann aus, wenn die Akkus geladen werden. Da leuchten die LEDs dann nicht. Und wenn ein Akku irgendwie fehlerhaft sein sollte, dann seht ihr, dass die LEDs dann leuchten. Das ist der normale Lademodus. Ja, und in dem Modus einfach 24 Stunden die Akkus drin lassen. Und dann könnt ihr ja mal einen Kapazitätstest damit machen. Aber halt den richtigen Kapazitätstest, nicht nur den Innenwiderstand messen. Denn der Innenwiderstand ändert sich ja bei den Akkus, soweit ich das mitbekommen habe, nicht. Ach ja, und ganz zum Schluss noch, für die Bausatzfreunde, solche Bausätze für 1,2 Volt Nickel-Metall-Hydrid Akkus oder auch Lithium-Akkus gibt es auch auf dem Shop bei eBay. Und seit neuestem kann ich euch sogar einen USB-Stecker mitliefern, dass ihr die Schaltung dann direkt gleich einfach in USB einstöpseln könnt und loslegen könnt. Ja, für weitere Details klickt mal in den Shop rein und da seht ihr, was es momentan so alles im Angebot gibt. Wer jetzt hier noch keinen Erfolg hatte, etwas zu ergattern, dem biete ich auch die Möglichkeit, mir da etwas finanziell unter die Arme zu greifen. Dann geht es hier alles ein bisschen schneller. Ne? Ja, gut, die Details dazu erspare ich euch jetzt. Wir haben es alle nie einfach. Aber jammern kann ja jeder. Ne? Wir machen was. So, in dem Sinne, ich wünsche euch was. Lasst es euch gut gehen. Bis bald.